Hallo, hallo. Schönen guten Tag. Schönen Pfingstmontag. Ja, ich habe jetzt da diesen Blog aus Kick, ne? Von Kick ist ja der. Da hatte ich ja glücklicherweise bekommen, ne? Und das sind ja Unifarbene, so Papiere, Cardstock, ne? Und hat zweiseitig Farbe, zweiseitig bedruckt, ne? Und ich möchte den mal jetzt testen zum Explosion Box herstellen. Da wollte ich so paar schöne verschiedene Farben mal haben. Und die ich dann auch entsprechend mit meinen kleinen, ich habe ja so kleine auch von Teddy, ne? Diese Papiere, ne? Die sind so schön hübsch, aber da muss auch eine entsprechende Farbnuance, dass man das kombinieren kann. Weil mit dem habe ich ja auch schon mal gearbeitet. Na, ist auch schön. Da ist Papier stärker ein bisschen. Und ich habe auch noch einige andere, ne, damals mir geholt. Auch, warte mal, ich wollte noch hier so ein sommerlicher. Der da, ne, der ist auch so ein sommerlicher. Sind so Früchte und ja, auch hübsch, ne. Und deswegen möchte ich ja mal einige verschiedene Boxen und verschiedene Farben mal nutzen, und das passt mir gut, dass es immer eine andere Farbe da. Rücken und Front sind unterschiedlich dann, ne? Kann man da ein bisschen wenigstens was variieren, ne? So, da das erste jetzt hier, das Gelb, ja, ist auch hübsch, weil ich wollte eine weiße Box, aber innen will man da nicht. Ich meine, diese mit den Ausklappseiten, ne, mit Magneten, die rundum dann sich einklappen lässt, die Box von Corinna Hen, hatte ich ja schon mal gezeigt. Und von denen möchte ich jetzt mir einige jetzt mal vorbasteln, sozusagen. Hier klebrige Seite muss ich abschneiden, Stückchen. So, ich nehme mal ein paar Seiten. Sind ja zweimal, ne, drin. Ja, genau. Hinten gibt es das gleich, und das ist gut, dass man da für den Deckel auch noch braucht, ne? Deswegen. So, drei. Sind echt schöne Farben. Da kann man, hat mal wieder die Qual der Wahl, welche Seite denn außen, welche nach innen, aber nicht schlimm. So, ich habe jetzt die Seite, und dann muss ich noch mal jedes zweite Blatt auch noch holen. Und der Punkt ist noch, ich will sehen, wie gut die Papiere sich prägen lassen, ne? Ob das so die Qualität, wie die sich zeigt, ne? Ob das geht. Weil bei Boxen soll man schon sehen, dass das nicht bricht oder so, das Papier schon was aushält, ne? So, ich nehme erstmal vier Blätter. Und da, so, die. Und dann nochmal, ne? So. Vier und vier. So, dann muss ich sie mal die Ränder abschneiden. So, und ich habe hier so eine Guillotine von X-Cut. Ist ewig alt schon, dieses Teil. Ist auch schon ein bisschen kaputt. Aber ja, die macht ihren Job trotzdem. Und ich werde ganz bisschen, ganz kleines Fitzelchen da abschneiden.
ganz dünn, ne? Dieser Kleber dran. Das ist die 12x12 Größe, nicht dann zu kurz eine Seite ist, ne? Und ich hole nur diese, ich mache nur diese Kleberrand, diese klebrige Kante ab, ganz wenig ab, ja. Diesen, ne? Wäre gut, wenn es mal auch diese Blöcke mal auch in ungebunden, ne? So paketeweise wie dieses Kilopapier, 30x30 Papier, ne? Kilopack, oh, das wäre ja ein Traum, ne? Naja, wer weiß, vielleicht kommt es noch, ne? So, so habe ich jetzt zugeschnitten, alles abgeschnitten, ne? So viel ist es. Ganz wenig soll man da wirklich, ne, aufpassen. So, dann hole ich mein Falzbrett. Ich habe ja ein Falzbrett von Martha Stewart. Da habe ich auch schon echt lange. Bin auch zufrieden damit. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich die richtige Seite wähle. Das. Ich möchte ja nach außen die weiße Seite, dann muss ich auch so, und deswegen hier lege ich jetzt das hier nach oben, die 4 und die 8, ne? Und dann das gleiche sind ja normale immer bei den Explosion Boxen fast immer die Größen, ne? Wenn man eine größere möchte, dann soll man dann klar extra Blätter dann machen, die da werden dann dran geklebt und so weiter. Ne, soweit finde ich, lässt sich gut prägen, mal gucken, halten. Auch beim Falten eigentlich. So. Ja, ist auch okay. So. Ja, dann werde ich es noch einschneiden. Ja. Beim Deckel muss ich dann gucken, weil der Deckel ist so ein spezieller. Okay, so, dann mache ich weiter. So, hier orange nach innen, glaube ich. Dieses schöne Gelb mache ich nach außen, weil innen wird es ja eher nur mit Weiß geklebt. Ne? Und dann ist es, Hauptsache ist eine Kontrastfarbe, ne? So, das hier. Und das ein bisschen abgeschnitten und das ist kaum zu merken, nur so ganz bisschen, ne? An dem Rand kann ich sehen, dass hier wie die, an die 12. ist es so knapp. Ein bisschen weniger, aber egal. Wird dann später wahrscheinlich da noch achten müssen, deswegen so und die Farbe noch, ne? So, was möchte ich hier? Die ist schön, ne? So eine starke, kräftige, und die ist so ein bisschen eh Korallfarben. Ja, oder die ruhige Farbe nach außen, ich glaube, die lasse ich mal Korallfarben nach außen. So könnte man dann auch mehrere aus einem Block, ne? Auch zwei Farben haben. Auch die könnte man nehmen, dann auch die andere nochmal, ne? Ist auch eine Variante, ne? So.
So, dann muss ich noch den Deckel ausschneiden. Und das ist ja auch noch dann 9 1/16. 9 1/16. Und ich werde wohl keine Innenbox diesmal machen. Ist ja mit Innenbox eigentlich diese Explosion Box bei Corinna, und ich habe sie auch schon gemacht, aber diesmal mache ich mal nur selbst die Box. Ne? Ich habe es wegen meinem Glasplatte, wackelt es ein bisschen, aber egal. Egal. So. Ja, und dann entstehen wieder so schöne große Stücke, ne? Streifen von dem schönen Papier. Mal gucken, dass ich die vielleicht noch einsetze. So, und das ist jetzt der Deckel. So, dann werden wir jeden Deckel noch falten. So, das Falzbrett. So, das hier. Und das, der Deckel wird bei 1 Inch und 2,5 gefalzt. Ja, wie gesagt, das gibt es alles bei Corinna hin auf dem Kanal. Ne? Da ist die Anleitung und die macht das sehr gut. Hier Seite macht man bei 1 und 2,5 die Halslinien. Und bei 1 und bei 2,5 jede Seite eben, ja. So, das werde ich jetzt alle 4 machen. So, und jetzt ist mir auch noch eingefallen, dass man hier bei der Variante könnte man auch Deckel umdrehen, ne? Das Blatt. Aber ne, lasse ich mal die Farben so, wie ich sie auch in der Hauptbox gewählt habe. Ne? Aber als Variante wäre es optimal, ne? Könnte man auch machen. So, habe ich noch den letzten. Weiß, ne? Es wird eine Hochzeitsbox. Ist immer schön, wenn man eine weiße Box hat, ne? So. Bei 1, 2,5. So, dann haben wir die Grundrisse alles soweit. Muss jetzt zugeschnitten werden. Auch die Box selbst, auch die Deckel, ne? So, muss ich mal meine Schere holen. Und dann, ja, ich glaube, ich fange erstmal an mit der Box. So, dann kommt die Box nochmal falten. Jede Halslinie sozusagen. So, und da wird jetzt eingeschnitten, ne? Mitten in die Falzlinie hinein, richtig mittig reinschneiden, ne? Diesmal lasse ich sie doch drin. Voriges Mal hatte ich sie rausgeschnitten, aber nee, ich war dann nicht sehr zufrieden damit.
Das auch noch. Die Halslinie sozusagen richtig teilen. So. Und dann du noch. Es ist immer so, ne? Jede Idee, die man dann findet und möchte nachbasteln, nie macht man sie genau so, ne? Immer findet man, was man vielleicht möchte ändern oder anpassen, so. Und deswegen ist das nie eine gleiche. Ist kein Zwilling. Teilen. So, und das ist eben die Box. So, so, so und so, ne? So. Ja, gut. So, dann kommt sie hoch. Und da kommen die Magnete jetzt drauf, ne? So, dann stelle ich mal das zur Seite. Oder soll ich die Magnete aufkleben? Ich hatte ja schon mal gezeigt, ich hatte die bestellt, auch aus China, kleine 1 mm, 100 Stück, ja, ob das 100 sind, ja, das, ich habe nicht nachgezählt, aber egal, so, ziehe zwei, noch zwei. Zwei. Und noch zwei Stück so. Auseinander, dass die nicht zusammenspringen. Da können sie. So. Und dann ist gut, es ist so eine Box gewesen. Okay, weil ich hatte mal auch größere bestellt, aber ich finde, die machen ihren Job. Reicht aus. So, dann nehme ich den alles Kleber und werde so einen Klecks drauf machen. So. So, hier. Ganz bisschen, oh ne. Ja. So, ich schaue mal, ob ich das... Ich nehme hier einen Klecks und mache es drüben hin. So, und dann kann ich mehrere aufkleben. So. Das, das. Und dann lasse ich es erstmal festziehen. Mache das nächste. Auch so einen Klecks. Ja, da hat es besser geklappt. Kann ich so. Und hier nochmal. So, ein bisschen. Diese Fäden. So. 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 So, da werde ich erstmal trocknen lassen und dann werde ich sie dann zweite Seite noch kleben. Ne? So, dann hole ich mir. So, habe ich jetzt mir den Deckel noch geholt. Der wird auch jetzt gefaltet. Der ist ein bisschen kompliziert, ne, zu machen, aber gut, wenn man schon den Dreh raus hat, dann geht es, weil ja, muss man schon gucken. Und ja, mit dem Papier bin ich echt soweit zufrieden. Es lässt sich gut falten und einknicken, ne? Finde ich, ist okay. So, da gehe auch bei Corinna, werde ich das jetzt genau nachmachen.
So, dann kommt das hier. Also ja, erstmal hier eingeschnitten. Und sie schneidet das gleich von der linken Seite ein. So. Ah, es heißt von der linken Seite der Falzlinie, ne? Dass man die Seite eh dann ausschneidet, ne? So, das auch noch von der linken Seite auch noch und bis zur zweiten Linie. Ich glaube nicht, dass ich das so gut hinkriege wie sie, und deswegen würde ich empfehlen, bei Corinna das da reingucken, ne? Ich bin kein Meister bei Erklären und so, ne? Tut mir leid, es ist so, ich es kann und so weiter. So, und da kommen diese Stückchen auch noch weg. So, das haben wir so ein bisschen abgeschrägt, ne? Das kennt ja jeder. Da unten muss auch noch ein bisschen so abgeschrägt werden. So. Und dann kommt auch hier wieder an der Seite. Muss ich das so sehen? Ne, das ist richtig. So, dann an der Seite rankommen. Und die Seite. Das kommt ganz weg, so ein bisschen angeschrägt, dieses Teil. Das kommt ganz weg. Das kommt auch hier über der Kante, über der Falzlinie oben drüber auch weg. Und dann die Seiten eben einschrägen, ne? Und da auch noch ein bisschen anschrägen. So, haben wir die Seite. So. Und das nächste ist das gleiche. So, auch von der Seite, von der Innenseite der Falzlinie bis zu der zweiten Falzlinie. Und da auch von der Innenseite der Falzlinie. So, da schneiden wir es raus. Da auch noch ein bisschen anschrägen. Und da unten noch. So. Auch die Stärke des Papiers ist echt okay. Es ist heute so ein Test bei mir. Mache ich den Test für das unifarbene Papier von Kick. Weil als ich das bekommen hatte, dachte ich, wow, hat mich echt gefreut. Weil gibt viele Anleitungen, ne? Und da braucht man 30 mal 30. Und mit A4 hat man nicht so die Vielfalt, ne, die Ideen, die man da aus den einigen Videos da könnte übernehmen. So, und das ist eben das. Und das wird dann so eine Box, ne, so ein Deckel, der verstärkt ist, ne. So, kennen ja viele das. So habe ich eben jetzt zugeschnitten. Diese Abschnitte lasse ich auch immer mal. Daraus stanze ich dann was raus oder stempele ein paar Sprüche drauf, diese ganze Teil, weil man dann auch noch braucht so ein kleine Elemente, ne?
passend zu dem Grund, zu der Grundfarbe. So, dann muss ich mal schauen. So, dann mache ich weiter mit den Magneten. Muss ich mal schauen, dass ich wieder nicht zu viel dann. So, oh, bitte mit ganz bisschen. So, auf einen Schlag. So, ne? Denn jetzt muss ich es rüber schlagen. Und wo sind meine Blöcke? Da. Man hat immer wenig Platz, ne? Auf dem Tisch. So, eine. So, dann noch eine. So, dass sie sich erstmal festziehen, ne? Das ist immer so eine, dass da nicht wegläuft. So. Und einen kleinen. Ah, falsch, falsch. Kann ich jetzt nicht dran. So, okay, so. Und dann noch du drauf. Und so. Okay, so, das habe ich jetzt soweit, mache ich jetzt Schluss und komme dann mit dem nächsten Video, ne? Danke fürs Zuschauen, bis dann, tschüssi.